Hallo ihr Lieben. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass ihr uns zuseht, auch wenn ihr das vielleicht später als Aufnahme dann seht. Also das wird ja im Netz bleiben. Wollen wir heute ein Konzert für euch spielen, was ursprünglich geplant war, dass es in Lemgo stattfindet. Für viele Seiten. Leider, ihr wisst es alle selber, Corona macht da keine Ausnahme für unser Musikprogramm. Mussten wir das auf ein Online-Konzert umbauen und das spielen wir jetzt für euch und da wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß, was wir hier an dieser Stelle machen. Das geben wir dann nachher unter dem Link auf YouTube, geben wir das bekannt. Wir stellen quasi hier jetzt nochmal unsere neue CD vor mit den Songs von der CD, fast alle. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß und ja. James hat diesen Song geschrieben und das ist schon ein bisschen her, 60er Jahre, sowas in der Richtung. Jetzt gehen wir einfach noch ein Stückchen weiter zurück in der Musikgeschichte und spielen einen Song, den ihr ganz sicherlich kennt. Ihr werdet es gleich merken. Sunshine when she's gone, and this house just ain't no home.
I know. Hey, wanna leave me all day alone? 'Cause there ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Any time she goes away. Schwedisches Möbelhaus als Marketingkampagne geschrieben hat. Da geht es um ein Regal, was jeder kennt. Floating around.
Hochzeitslieder. Also wenn jemand von euch jetzt gerade vorhat zu heiraten oder jemanden kennt, dann hört doch einfach jetzt mal rein und empfiehlt uns weiter, zeigt dieses Video den Brautbrüten. Sowas spielen wir auch bei Hochzeiten. Thank you.
Now that I found you, I call on the search. Ha, was schön, ne? So, und weiter geht's. Jetzt kommt. Auch mit einer Hochzeitsnummer. Auch mit einer Hochzeitsnummer. Einer oft gewünschten Hochzeitsnummer. Einer oft gewünschten Hochzeitsnummer. Das ist von einer Sängerin, die kennt man eigentlich ganz gut. Das ist die Jelena Petrovna. Wenn euch das jetzt nichts sagt, dann können wir euch auch den Künstlernamen sagen. Jelena ist die Helene und Petrov ist der Fischer. Und wir spielen jetzt nicht für euch Atemlos. Weil das ist keine Hochzeitsnummer. Wenn ich gehen will, halt
Ja. Haben wir noch einen aus der Ecke, ne? Oder? Noch nicht. Doch, wir haben noch einen aus der Ecke. Und ich liebe das Intro. Ich liebe das Intro und das Outro von unserem nächsten Song, den wir auch schon häufiger in einer Kirche oder bei einer freien Trauung gespielt haben oder wo auch immer. Der ist so schön. Der ist auch auf unserer CD. Der ist auf unserer CD. Und man ist sich gar nicht so, also wir wissen es, viele kennen den Song auch, von einer Künstlerin, die im Moment gerade wieder Furore macht, Adele. Neue CD, The Diät, was weiß ich, sowas alles. Der Song ist aber gar nicht von ihr, auch wenn die meisten ihn von ihr kennen. Der Song ist eigentlich von Bob Dylan. Wir spielen aber in einer Version, ja, die uns am meisten Spaß macht. Mit dem Intro, was ihn so mag. Aktueller denn je, könnte man fast sagen, oder? Ja. Genau. Ziemlich aktuell
in den USA sehr, sehr kontrovers. Ein Song von Pink. Ihr kennt ihn wahrscheinlich und werdet gleich merken, worum es geht und warum der so aktuell ist. Selbst wenn man den Text dann sich mal zu Gemüte führt. Aktueller könnte es fast nicht sein. Song, der ist was? Weißt du das? Was ganz Süßes. Oh,
Ja, dann. Kontrastprogramm. Kontrastprogramm, genau. Madeleine will sich warm, was eigentlich ein Lied über mich, aber wir spielen es jetzt einfach mal, weil wir die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen. Fang mal an. Jeder hat so seine Wahrheit. Ja nicht, aber ihr könnt ja ein bisschen rhythmisch damit machen. Ne? Also zu Hause. Die Nachbarn freuen sich, wenn er mit dem Fuß aufstampft. Roll and he got hair, go.
Künstlerin, wo ich letztens gehört habe, ihr möchte nicht mehr Jule, sondern Julia genannt werden. Aber ihr kennt sie wahrscheinlich mit dem Song noch unter dem Namen Jule Neigel. Die ist immer noch unterwegs und spielt ganz coole Musik. Müssen wir mal auf YouTube gucken. Wir sind ja schon mal da, könnt ihr nachher dann nach dem Konzert mal gucken. Whoa, 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 whoa.
Was jetzt? Jetzt kommt die letzte Nummer für heute Abend von uns. Aber das muss ja nicht das Ende sein. Also jetzt nicht heute Abend, aber doch vielleicht sogar heute Abend. Weil wir haben gleich unter diesem YouTube in unserem Kanal stehen, wo ihr an unsere CD kommt. Ihr könnt die nämlich bei uns bestellen, dann schicken wir die oder in der Musikgalerie kaufen oder uns anschreiben und einen Download-Link von uns bekommen. Preise reden wir dann später noch. Ist ja bald Weihnachten. Weihnachten ist dieses Jahr wieder sehr früh, wisst ihr. Also kauft CDs, verschenkt schöne Musik. Wir glauben, das lohnt sich. Und ganz wichtig, man kann es kaum erkennen. Ich nehme das mal gerade hier weg. Dieser Zettel hängt schon die ganze Zeit da. Ich zeige mal, was das genau ist. Machst du schon? So. Kann man das sehen? Ich hoffe doch ja. Das müsst ihr unterstützen. Oh, das blendet, ne? So. Viele Seiten e.V. Über die ist dieses Konzert zustande gekommen. Und da bedanken wir uns super bei den Leuten, die das organisieren und die diesen Verein treiben. Unterstützt die Leute, spendet, geht zu Konzerten, wenn es wieder welche gibt. Live-Musik ist relevant, systemrelevant. Ja. So. Und zum Abschied machen wir, so zum Rausmarsch, machen wir ein Wanderlied. Genau. Früher als Kind haben wir immer beim Wandern gesungen, Valerie und Falara. Und jetzt sehen wir das Falara, lass mal weg. Stop making a fool out of me. Why won't you come on over?
Dankeschön. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und habt eine schöne Zeit. Lasst euch nicht unterkriegen und viel, viel Musik und gute Laune. Vielen Dank. Tschüss. Madeline und Jay sagen Tschüss.